Habt keine Angst vor Gespenstern. Mit einem Fingerspiel begrüßen euch die Kinder der Mäusegruppe. Einige Hasenkinder begrüßen euch nun mit einem Gebet. Lasst uns den Martinstag begrüßen mit unseren Händen, unseren Füßen. Gott bleibe bei uns Tag und Nacht und halte über uns die Wacht. Amen. Amen. Die Bärenkinder singen das bekannte Lied Sankt Martin und zeigen dazu die Geschichte mit Erzählfiguren. Martin, Sankt Martin, Sankt Martin, ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fortgeschwind. Sankt Martin, dein meinen Mut, sein Dank sendet ihn fort. Die Geschichte, dass St. Martin seinen Mantel teilt, ist vielen von uns bekannt. Aber ich möchte euch noch ein bisschen vom Hintergrund erzählen. Martin wurde im Jahr 316 nach Christus in Ungarn geboren. Sein Vater ist römischer Soldat und später auch Offizier in der römischen Armee des Kaisers. Aufgewachsen ist Martin in Italien, in Pavia. Etwa mit 12 Jahren lernt er andere Christen kennen, andere Kinder, die zum Gottesdienst gehen. Und er findet das ganz spannend. Sein Vater hält da nicht sehr viel von. Es kommt zum großen Streit zwischen den beiden. Martin möchte so gerne mit seinen Christenfreunden zusammen sein. Und er hat auch gehört, dass Christen gar nicht kämpfen sollen, dass sie für den Frieden eintreten. Aber sein Vater als Soldat des Kaisers sieht das ganz anders. Er verlangt, dass Martin ebenfalls einmal Soldat wird und zur Reitergarde geht. Martin möchte das nicht. Er möchte sich gerne taufen lassen. Aber sein Vater sagt, nein, auf gar keinen Fall. Du wirst Soldat, so wie ich. Und so bleibt Martin nichts anderes übrig. Er wird Soldat. Aber aus dieser Zeit wird über Martin berichtet, dass er immer ein sehr freundlicher Kamerad war und immer gerne bereit, anderen zu helfen. Dann, als er etwa 18 Jahre alt ist, geschieht diese Geschichte von der Mantelteilung.
Eines Abends ist Martin mit anderen Kameraden auf den Pferden unterwegs als Soldaten und sie kommen vor ein Stadttor. Dort treffen sie einen Bettler, der am Stadttor sitzt. Ihm ist kalt, denn es ist ein kalter Winter. Er bettelt und er möchte so gerne, dass die Soldaten ihm helfen. Aber die Kameraden von Martin sagen, nein, lass ihn doch in Ruhe, ein Bettler weniger, wen kümmert das schon? Doch Martin kann das nicht länger mit ansehen. Er steigt von seinem Pferd ab und teilt seinen Mantel und gibt die eine Hälfte dem Bettler, damit er nicht länger frieren muss. Die Kameraden von Martin sagen, sag mal, bist du verrückt? Das kannst du doch nicht machen, die anderen werden dich auslachen und du wirst Ärger bekommen. Du kommst bestimmt ins Gefängnis. Du kannst doch nicht einfach diesen Mantel durchschneiden, das ist deine Schlafdecke. Wochenlang haben die Kameraden Martin noch ausgelacht und er bekam eine fette Strafe. Einige Zeit später hat er einen Traum. Er träumt, dass Jesus bei ihm am Bett steht und den halben Mantel in der Hand hält. Und Jesus spricht zu ihm und sagt, Martin, du hast dem Bettler geholfen, du hast ihm deinen halben Mantel gegeben, also hast du mir den halben Mantel gegeben. Denn das, was du anderen Gutes tust, das tust du mir Gutes. Durch diesen Traum wird sich Martin sicher. Er will sich taufen lassen und er möchte nicht mehr länger Soldat sein. Er geht zurück zu seinen Freunden und tritt ins Kloster ein, um als Christ mit ihnen gemeinsam zu leben. Einige Zeit später kommen die Leute sogar zu Martin und sagen, du sollst unser neuer Bischof werden. So einen wie dich brauchen wir an der Spitze unserer Kirche. Und so wird Martin Bischof. Aber auch als Bischof bleibt er im Herzen ganz dicht bei den Menschen und hilft ihnen, wo immer er kann. Martin hat sein Leben lang anderen gerne geholfen, aus seinem Glauben raus. Damit hat er sozusagen Licht in die Dunkelheit der Menschen gebracht. Und das ist es, was wir von Martin lernen können. Wir können Licht sein in der Dunkelheit, indem wir anderen helfen, indem wir unseren Glauben teilen, indem wir für andere da sind. Amen. Mit dem Lied »Ein armer Mann« singen und spielen uns nun die Spatzenkinder die Geschichte. Oh,
Möge Gott euch segnen und behüten und möge er schenken, dass ihr für andere ein Segen seid. Amen. Zum Abschluss spielen uns jetzt auch noch die Kinder der Igelgruppe das Lied von St. Martin. Viel Spaß und alles Liebe. Tschüss! My